Glück auf, meine Kumpel Maloha. Ja, ich möchte mich jetzt an diesem Tag mit der Thematik Gramozis beschäftigen. Und zwar hört man schon so langsam Stimmen, Gramozis ist vielleicht nicht der richtige Trainer und wenn er so spielt, dann funktioniert das alles nicht und so weiter und so fort. Ich war auch sehr, sehr wütend im Livestream, habe da auch vielleicht das ein oder andere mal kurz so gesagt, was ich jetzt aber, wenn ich einen Tag drüber nachdenke, auch wieder zurücknehmen möchte. Weil ich möchte mal ein bisschen so überlegen, was hätten wir denn, wenn wir jetzt Gramozis abgeben? Wir haben jetzt dann die komplette Vorbereitung verschenkt. Wir haben dann eine Mannschaft zusammengestellt für einen Trainer, der dann weg ist. Und ja, das ist immer schlecht. Also wir müssen versuchen, mit ihm zusammen da rauszukommen. Und ich hoffe einfach, dass er selbst ein kluger Trainer ist und einsichtig ist. Ich fand, der Wagner war auch ein okayer Trainer, der war halt auch nicht einsichtig. Der hat halt seinen Weg weitergefahren und den konsequenten schlechten Weg gefahren. So, wenn der Gramozis aber von so einer Sorte Trainer ist, der dann auch auf Sachen reagiert und nicht einfach seinen Plan, einmal einen Plan. Löw ist auch so einer, zumindest jetzt zum Ende hin, der dann einfach, der hat gemerkt, im Turnier läuft nicht, der macht trotzdem konsequent seine Arbeit weiter. Und wenn Trainer so uneinsichtig sind, dann hat das nie einen Zweck, mit denen weiterzumachen. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Tedesco, der Gramozis, einfach jetzt lernt, ja, jetzt müssen wir ein bisschen anders uns einstellen, die Mannschaft einstellen und dann funktioniert das auch. Ich glaube, im Spiel, ja, wir haben gegen HSV gespielt, das ist die beste Mannschaft der Liga. So, da kannst du auch mal verlieren. Da kannst du auch mal verlieren, zumal wir da mehr Chancen hatten als der HSV. Klar, wir haben nichts nach vorne gemacht über Strecken des Spiels. Das war zu wenig und daran müssen wir jetzt auch den Gramozis messen, dass der da gegen Kiel ein anderes Gesicht zeigt, offensiver aufspielen lässt. Und ja, klar, dieser Latzer-Ausfall war natürlich auch ein Genickbruch irgendwie. Das ist der wichtigste Spieler, Kapitän gewesen. Man hat auch gemerkt, er ist ein Spieler, der offensiv sehr, sehr stark ist, auch defensiv sehr, sehr stark. Und als dann der Idrissi reingekommen ist, der konnte das nicht auffangen. Der ist auch, glaube ich, mehr ein offensiv denkender Spieler. Defensiv sah das jetzt nicht so ganz so gut aus. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken. Aber was ich für mich jetzt so überlegt habe, ist, guck mal, wir haben die Mannschaft jetzt komplett für den Trainer zusammengestellt. Das war jetzt auch das erste Mal wirklich, dass ein Schalke-Trainer eine komplett neue Mannschaft bekommt. Weil immer war ein neuer Trainer jedes Jahr reingekommen und der konnte gar keine Mannschaft aufbauen, weil im nächsten Jahr war ja schon wieder der neue Trainer da. So, das war ja immer so ein Wechsel. Wir hatten ja mit HSV die meisten Trainer in den letzten 10 Jahren und da konnten die Trainer auch nichts aufbauen. So, das ist für mich Punkt A. Wir haben jetzt eine Mannschaft für einen Trainer zusammengestellt. Punkt B, dieser Trainer hat auch noch die Vorbereitung bekommen. Punkt C ist, wir haben jetzt gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt. Da kannst du auch mit einer Niederlage mal starten. Und Punkt D ist jetzt, wir müssen einfach mal ein bisschen dem Zeit geben, jetzt die nächsten 5 Spiele oder so mal gucken. Wenn wir da immer noch schlecht sind, klar, dann wird die Luft enger und dann muss man sich auch zwangsläufig irgendwann trennen. Aber wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Kiel, wo ich jetzt ein anderes Gesicht sehen will. Und wenn das zumindest gegeben ist, dann sieht das auch alles wieder positiver aus. Aber klar ist auch, wir müssen anfangen, Siege zu holen. Aber schaut auch mal nach Bremen. Die haben jetzt auch gegen Hannover, die waren letzte Saison 11. in der Liga, haben die auch jetzt nicht gewonnen, haben die auch gerade so ein Unentschieden geholt. Ich fand, Hannover war da schon ein bisschen besser. Ist keine einfache Liga, wird noch schwer, wird auch bis zum letzten Spieltag spannend, denke ich mal. Aber ich bleibe da trotzdem optimistisch, weil ich glaube, HSV spielt ja nur zweimal in der Saison und ich glaube auch, die steigen auf. Dieses Jahr, wo jetzt nicht so das Rampenlicht bei denen ist, aber ich denke, wir werden das trotzdem noch packen. Ich hoffe es zumindest und ich gebe dem Gramozis auf jeden Fall jetzt noch ein paar Spiele Zeit, da auch sich selbst zu korrigieren mit dem Auftritt gegen HSV und auch die Mannschaft. Ich glaube, die haben alle Bock, weil ganz im Ernst, Leute, das Spiel war schon besser wie jedes Spiel in der letzten Saison, bis vielleicht Hoffenheim. Also wir haben zum ersten Mal wieder eine Mannschaft gesehen, die richtig Bock hatte, auf Schalke zu spielen. Das hatte ich selbst gegen Hoffenheim nicht. Ich glaube, Hoffenheim war an dem Tag nur so schlecht. Du hast da richtig gemerkt, wie die alle Gas gegeben haben seit der ersten Minute an. Und ja, das war schon gut. Und müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt das nächste Spiel gewinnen. Und ja, das wollte ich nur sagen an dieser Stelle. Keine Trainerdiskussion, bitte. Erstmal ein bisschen noch abwarten, ein bisschen geduldig bleiben. Und die Siege werden schon kommen.
So, schreib mal deine Meinung zu dem Thema. Gramozis, wie siehst du ihn? Wie hast du ihn gesehen in dem Spiel? Wie siehst du das mittelfristig? Wie kann sich das entwickeln? Und wird mich auf jeden Fall interessieren. Und gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, wenn du weitere Videos sehen willst. Gerne die Glocke aktivieren. Gerne ein Video einen Daumen nach oben geben. Und immer live Dienstag, Donnerstag, 22 Uhr. Kannst du auch gerne in den Livestream reinkommen und mit mir quatschen oder schreiben über Schalke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.